Mood-Tour ist ein Aktionsprogramm auf zwei Rädern, bei dem wir mit Menschen mit und ohne Depressionserfahrung durch ganz Deutschland fahren, um auf Depression als Erkrankung hinzuweisen. Ich habe die Mood-Tour 2012 zum ersten Mal gemacht, weil ich selber 2007 die Erfahrung gemacht habe, in so einer psychischen Krise, sage ich mal, dass Natur, Struktur und Sport unheimlich gut tun kann. Besonders toll an der Mood-Tour finde ich, dass wir in einer Gruppe unterwegs sind, auf Tandems und auf dem Fahrrad. Wir gehen gegen soziale Isolation vor. Wir sind in der Natur und wir haben eine richtige Challenge. Ja? Also zig Kilometer am Tag und dann abends Zelten und Lagerfeuer. Ich glaube, es ist richtig toll. Ich glaube, wir kriegen auch viel Aufmerksamkeit, lernen uns selbst besser kennen und erfahren Zusammenhalt und Stärke in der Gruppe. Das ist das, was das Projekt für mich ausmacht. Unsere Mission ist es, nicht nur eine schöne Zeit zu haben, sondern eben auch das Thema Depression zu entstigmatisieren. Und wenn du Lust auf Team und Abenteuer und Natur und Deutschland hast, freuen wir uns, wenn du dich bei uns meldest. Wenn du dir das vorstellen kannst, mit uns, dem Mood-Tour-Team, durch Deutschland zu fahren, melde dich bzw. schau mal unter www.moodtour.de/etappe. Da findest du alle Infos.